Moin, Freunde der Sonne, heute sind wir mal am Rig unterwegs. Mich haben die letzten ein, zwei Tage, naja, ein, zwei Leute, also jetzt nicht übertrieben Influencer viel Menschen, gefragt, ob wir vielleicht mal eine Neuauflage machen können von wie sollte ich meinen Rig einstellen, weil ein, zwei Menschen wohl ein paar Probleme haben und sich da ja Schmerzen am Körper entwickeln beim längeren Fahren. Und dann habe ich mir gedacht, Mensch, wir können ja mal eine Version machen von 2024, denn ich habe ja in letzter Zeit auch noch ein bisschen was dazugelernt und hatte auch ein, zwei Punkte, wo ich auch Schmerzen hatte und habe die dann ja wegbekommen. Habe mich noch ein bisschen mehr belesen und ein bisschen ja reingefuchst in die Thematik und das würde ich heute gerne mit euch teilen. Kleiner Disclaimer am Anfang, ich habe noch nie in einem GT3-Fahrzeug gesessen und ich habe auch noch nie in einem Nesca gesessen. Mein Wissen, was ich habe, ist belesen oder von Rennfahrern, die Interviews gegeben haben oder in der Box ihr Auto erklärt haben und daher stammt mein Wissen und das möchte ich mit euch teilen und ich würde jetzt auch gleich mal reinspringen und mit der wichtigsten Sache anfangen und zwar der Sitz. Beim Sitz ist es so, dass ich für meinen Teil mittlerweile ein bisschen was geändert habe, denn ich habe meine Schultern früher sehr weit ja vorne gehabt, wie ihr sehen könnt hier, so dass hier hinten sehr viel Platz immer gewesen ist. Das heißt, ich bin meistens ja so gefahren, dass die Schultern nach vorne gezogen waren und dadurch habe ich mir ein bisschen die ja Schulter kaputt gemacht. Wie habe ich das denn jetzt für mich behoben oder sagen wir mal so, wie habe ich das jetzt für mich eingestellt, dass es gut passt und auch ungefähr der Realität entspricht. Wenn wir jetzt mal hier an der Seite gucken, sehen wir hier einmal einen weißen Punkt in der Kamera oder einen silbernen da und dort. Und das sind meine Schrauben. Und mein Sitz ist leicht nach hinten geschoben. Mein Sitz fällt leicht nach hinten. Ich hatte es früher mal ein bisschen mehr, dass die Schraube hier hinten ein bisschen tiefer gewesen ist und der Winkel noch ein bisschen mehr zurückgefallen ist. Aber da habe ich festgestellt, dass ich davon einen sehr extremen Rundrücken gekriegt habe, weil ich immer die ganze Zeit so gefahren bin. Deswegen ich den hinten etwas angehoben habe. Das sind jetzt so 5 bis 10 Grad ungefähr, die der Sitz nach hinten fällt. Und die Sitzhöhe ist bei mir jetzt dementsprechend etwas höher als bei den meisten anderen, weil meine Monitore sehr hoch sind und ich sonst nicht über das Armaturenbrett gucken konnte und das Auto bei meinem Bildschirm sehr tief ansetzen musste, so dass mir ein bisschen das Cockpit gefehlt hat. Und ich habe unten drunter noch einen Buttkicker und deswegen ist das ein bisschen angehoben. Für euch an der Stelle die Höhe vom Sitz müsst ihr dann dementsprechend einstellen, so dass es für euch und eure Bildschirme dann passt. Den Winkel würde ich euch wirklich immer so ans Herz legen, damit ihr nicht irgendwann so einen ja ekelhaften Rundrücken kriegt wie ich, weil ich hatte wirklich irgendwann saß ich so im Rig und hat er extreme Haltungsprobleme. Deswegen klappt die nicht ganz so weit nach hinten. Versucht euch da so ein bisschen langsamer ranzutasten, denn wenn das irgendwann wirklich bequem ist für euch, und das war irgendwann für mich bequem, sitzt du irgendwann so. Und das ist dann sehr unangenehm, nicht nur für deinen Rücken, sondern es wird dann auch unangenehm für die Schultern. Das heißt also, wenn du jetzt deinen Sitz leicht angewinkelt hast, also man sagt immer so 5 bis 10 Grad sind das ungefähr und du die Höhe eingestellt hast, dann kannst du gucken, wie der Abstand jetzt zu deinem Lenkrad ist. Bei mir sind das jetzt hier ungefähr Pi mal Öre 50 bis 60 cm von der Brust weg bis zum Lenkrad und das ergibt dann bei mir, wenn ich meine Hände ranlege, einen wunderschönen Winkel. Ich habe mir selber eine kleine Hilfe gebaut, wenn wir hier an der Seite nochmal gucken. Ich habe hier mit einem weißen Edding 2 Striche an meine Sitzschiene gemacht und ich habe hier hinten mein Aluprofil. Das heißt also, wenn das Aluprofil zwischen den beiden Strichen ist, bin ich an der richtigen Position. Das heißt, wir setzen uns da jetzt mal hin. Mozart macht jetzt auch gerade mal kurz einen Check, ob das passt. Und jupp, es passt. Dankeschön, Mozart. Und dann habe ich jetzt hier zwischen dem Lenkrad und mir so ungefähr 50 cm. Wenn wir uns jetzt mal einen Zollstock nehmen, würde ich euch übrigens auch mal ans Herz legen. Könnt ihr euch das so Pi mal Öre hier so anlegen. Und dann könnt ihr mal gucken, ich bin hier genau bei 50 cm ungefähr, die das Lenkrad jetzt von mir weg ist. Wenn wir den Abstand eingestellt haben, das muss übrigens bei euch nicht 50 cm sein. Wir haben ja alle anatomisch andere Bauten, möchte ich mal sagen. Der eine hat einen längeren Oberkörper, der andere hat längere Arme. Das sind jetzt erstmal nur Richtwerte, an denen ihr euch orientieren könnt.
Also für mich ist das jetzt, wenn ich meine Hände ranlege an das Lenkrad, dann fallen meine Handgelenke, wie ihr seht, einfach runter. Also ich habe hier kein Winkel drin, sondern meine Hände sind, wenn ich sie ans Lenkrad lege, gerade. Und habe hier unten drin im Arm einen 90-Grad-Winkel und meine Schultern sind im Sitz. Also ich liege richtig schön, wie ihr hier seht. Ne? Also ich sitze nicht nach vorne gezogen, sondern ich sitze richtig drinne. Und wenn ich mich ganz normal hinsetze, merke ich auch, wie diese Bögen hier in dem Vollschale-Sitz direkt an die Schulter drücken und man hier auch Halt hat. Der jetzt beim Simracing egal ist, weil wir haben ja keine Fliehkräfte, außer du hast einen Motion zu Hause, dann hast du Fliehkräfte oder ein bisschen mehr Bewegung. Und das habe ich ja jetzt in dem Fall nicht. Und wenn ich mich jetzt hier reinsetze, funktioniert das wunderbar. Jetzt noch eine Kleinigkeit zum Lenkrad. Bei mir ist es so, dass das Lenkrad, die Oberkante vom Lenkrad, auf Schulterhöhe ist. Also es ist nicht irgendwie an der Brust weiter unten oder viel zu weit oben. Es ist direkt bei mir auf Schulterhöhe. Das heißt, wenn ich jetzt in der Theorie, ich habe jetzt keine Wasserwaage hier, aber wenn ich das jetzt hier rauflege, könnt ihr sehen, ist das fast gerade. Und dann hast du noch eine Kleinigkeit, die ist sehr, sehr wichtig an der Stelle. Und das würde ich euch auch sehr empfehlen, darauf zu achten, damit ihr euch die Handgelenke nicht kaputt macht. Wenn du das Lenkrad hoch machst, willst du hier drinne in dem Teil des Handgelenkes, möchtest du so wenig wie möglich das hier haben. Also du willst nicht deine Handgelenke knicken, weil hier oben in den engen Kurven entsteht die meiste Belastung. Und wenn du das hier auf das Handgelenk machst und du lenkst irgendwann wirklich so, dann machst du dir die Handgelenke kaputt. Ich habe das am Anfang ausprobiert. Also ich habe alle diese Sachen, die ich euch jetzt sage, getestet und das hat dir wehgetan. Deswegen achtet bitte darauf, wenn ihr eure Lenkräder ausrichtet, dass ihr hier oben so wenig wie möglich Winkel habt beim Lenken. Da sind natürlich jetzt wenig Kurven, die so eng sind, aber da solltet ihr darauf achten. Schaut, dass eure Hand so gerade wie möglich bleibt. Selbiges gilt, wenn ihr jetzt hier so dran sitzt, ja, dass das hier wirklich auch gerade ist, nicht irgendwie so oder nach hinten geknickt, denn das führt irgendwann dazu, dass ihr euch die ganzen Sehnen hier unten sehr unangenehm reizt und dann könnt ihr irgendwann nicht mehr fahren. An der Stelle habt ihr die Möglichkeit, die Wheelbase ein bisschen anzuklappen. Das geht ja an den meisten Rigs. Wenn ihr einen Alu-Rig habt, könnt ihr die Wheelbase ein bisschen ausrichten. Bei mir fällt die Wheelbase ganz leicht nach hinten. Es gibt Fahrer, die haben die noch weiter nach hinten geknickt als meine Wenigkeit. Also bei mir ist es wirklich leicht. Das sind so, 3-4 Grad ungefähr, mehr nicht. Weil für mich passt das so und es muss jetzt nicht. Also bei mir würde es dazu führen, wenn ich sie noch mehr knicke, dass meine Handgelenke wirklich noch mehr drinne sind. Ne? Also das heißt, wenn du deine Sitzposition gefunden hast, kannst du den Winkel daran ausrichten, wie gerade dein Arm bzw. das Handgelenk ist. Und wenn du das getan hast, die Entfernung zum Lenkrad gemacht hast, was du nicht unbedingt nur mit einer Sitzschiene machen kannst, du kannst natürlich auch das ganze Gestell, wo deine Wheelbase dran ist, verschieben. Das musste ich nämlich machen. Und zwar aus dem folgenden Grund, weil wir jetzt nämlich zu den Pedalen kommen. Bei den Pedalen ist es so, die sollten ungefähr auf der Höhe von deinem Hintern sein. Du kannst mit deinem Hintern ein bisschen höher sein, aber sie sollten ungefähr auf der Höhe von deinem Arsch sein, dass du, wenn du im Sitz sitzt in der Schale, ungefähr auf der Höhe von den Pedalen bist. Bei mir ist es jetzt so, ich habe die ein bisschen höher. Aus dem folgenden Grund, ich habe irgendwann ganz, ganz doll Schmerzen im Arsch gekriegt und in den Sehnen hinten an meinem Bein, also nicht an der vorderen Muskulatur, sondern an der hinteren. Und bei mir hat das geholfen, etwas den Sitz anzuheben. Bei mir sind es jetzt halt so 5-6 Zentimeter, die ich ein bisschen drüber bin, über dem Pedalen. Aber es wäre gut, wenn ihr euch da ein bisschen annähert. Das ist ja an der Stelle, wie ich auch mit dem Lenkrad schon sagte, wir sind anatomisch alle anders aufgebaut. Das hat jetzt bei mir funktioniert. So, wenn ich jetzt bei mir die Füße hier mal ranstelle, dann seht ihr, dass meine Beine relativ gerade weg sind. Und das habe ich auch vor kurzem erst gelernt. Ich bin nämlich früher folgendermaßen gefahren. So. Und meine Beine waren immer sehr, sehr hoch. Und ich habe hier, wenn ihr das jetzt mal seht, sehr großen Winkel in den Beinen drin. Also es ist hier schon, sind schon 90 Grad und ich habe immer hier oben aus dem Oberschenkel gebremst. Was vollkommen fein ist, was funktioniert, was aber auf Dauer dazu führt oder was auf Dauer bei mir dazu geführt hat, dass ich sehr viel Schmerzen in der Leiste hatte
und irgendwann auch so ein bisschen über den Knien hier oben auch noch ein bisschen Schmerzen hatte. Weswegen ich das alles ein bisschen angepasst habe. Und jetzt kommen wir nämlich zum Punkt, warum ich meine ganze Wheelbase noch verschoben habe. Ich bin dann irgendwann zurückgerückt, sodass, wenn ich hier jetzt sitze, einen sehr, sehr langgezogenen Winkel habe oder einen sehr offenen Winkel habe. Und wenn ich meine Füße jetzt hier dran lege, meine Beine runterfallen, dass hier sehr offen ist und ich dann an die Pedale rankomme. Ich habe mir auch abgewöhnt, aus dem Oberschenkel zu bremsen. Ich bremse mehr aus dem Unterschenkel bzw. Aus dem Fußgelenk und dem Fuß, weil es auf Dauer wirklich angenehmer ist, als immer aus dem Oberschenkel zu bremsen, was ich 2 Jahre lang getan habe und ich wirklich immens große Schmerzen irgendwann im Bremsoberschenkel hatte. Liegt aber auch daran, dass ich ein bisschen bescheuert bin und immer extrem doll bremsen möchte, dass das für mich anstrengend ist in irgendeiner Form. Das ist halt so ein kleines Hingespinst in der Rübe und dadurch kam es halt dazu, dass man Schmerzen im Oberschenkel hatte. Was mir jetzt halt, wie gesagt, dabei geholfen hat, ist sehr weit zurückzurücken, so dass die Winkel der Beine offener sind und nicht mehr so in die Richtung 90 Grad. Und dann musste ich auch für mich feststellen, ich hatte damals ein Dreierpedalset von Asitec und ich hatte damals nicht die Möglichkeit, das nach links und rechts zu verschieben. Und wenn wir jetzt mal von hier oben runter gucken, meine Beine, also mein Gaspedal war früher hier, also so, dass mein Bein schräg nach unten ging und nicht gerade. Und meine Bremse war früher auch schräg, das heißt, ich habe immer so reingebremst. Ich habe quasi, wie ihr das schon seht hier, eine sehr komische Haltung, als wenn ich meine männlichen Teile schützen möchte. Was auf Dauer für euch wirklich nicht sehr schön ist. Und ich würde es euch auch ehrlich gesagt nicht empfehlen, euch die Bremse bzw. das Gaspedal so hinzubauen, sondern eher nach links zu gehen, sodass ihr wirklich mit beiden Beinen so gerade wie möglich nach unten kommt. Denn bei mir hat das auf Dauer zu Knieschmerzen geführt und zu Leistenschmerzen. Und die Leistenschmerzen gingen erst weg, nachdem ich ein bisschen Physio gemacht habe und ein bisschen Yoga, Stretchen, Dehnen und so weiter. Und ich würde euch das gerne ersparen, dass ihr diese Faxen habt und schont eure Knie und Gelenke. Denn wenn euch irgendwas wehtut, dann ist es nicht richtig. Also richtig nicht, dass es jetzt eine Sitzposition gibt, die für alle passt. Aber dann müsst ihr noch mal ein bisschen was anpassen. Mit dem Wissen, dass wir jetzt die Pedale so hingebaut haben, dass wir schräg, also nicht schräg drauf treten, sondern gerade drauf treten, uns von der Haltung her gerade sitzend im Auto anlehnt an den Sitz befinden, unsere Handgelenke gerade bleiben beim Lenken und der Kopf gerade ist, kannst du jetzt bei mir, wenn du von hier hinten runter guckst, kannst du sehen, ich kann genau über das Armaturenbrett gucken und mein Auge ist ungefähr in der Mitte von dem Fahrzeug. Also wie, sag ich mal, im realen Leben. An der Stelle, lasst euch bitte sagen, wenn euch irgendwas wehtut, fahrt das bitte nicht auf Dauer. Es wird irgendwann chronisch. Und es ist wirklich, kann ich euch sagen, nicht geil, das wegzukriegen. Und ich möchte bitte an euch appellieren, auch wenn das super nervig ist, und ich verstehe, dass das super nervig ist, das Rig ständig einzustellen, achtet auf eure Gesundheit. Weil der Rundrücken beispielsweise durch mein falsches Fahren, das hat überhaupt keinen Spaß gemacht, das wegzukriegen. Die Schmerzen in der Leiste haben auch keinen Spaß gemacht, das wegzukriegen. Manchmal ist weniger mehr. Oder manchmal ist auch ein bisschen mehr rumfummeln ein bisschen besser für deinen Körper. An der Stelle möchte ich euch in der Videobeschreibung noch ein Video verlinken, wenn ihr des Englischen mächtig seid. Dort hat ein GT3-Fahrer erklärt, wie er bei sich zu Hause in seinem Simulator sitzt. Und dann habt ihr noch mal eine andere Ansicht von jemandem, der auch im realen Leben im Auto sitzt und fährt. Und vielleicht hilft euch das auch noch etwas, für euch die beste Sitzposition zu finden. An dieser Stelle möchte ich mich bedanken, dass ihr euch das Video angesehen habt. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, ob euch das geholfen hat. Und was noch viel wichtiger ist, wie oft habt ihr euer Rig schon umgebaut? Weil ich kann euch sagen, nach 4 Jahren habe ich es jetzt bestimmt jedes Jahr einmal neu ausgerichtet. Und ich bin aktuell, muss ich sagen, am zufriedensten, so wie ich sitze. Also lasst mich das doch auch gerne mal wissen, wie viel ihr da rumschraubt und wie viel ihr rumexperimentiert. Da möchte ich mich bedanken an alle Kanalmitglieder, die diesen Kanal hier über das Schauen
und das Däumchen bewerten und Kommentare schreiben hinaus noch unterstützen. Vielen, vielen lieben Dank. Und dann sehen wir uns vielleicht bei mir im Stream mal. Der findet nämlich von Dienstag bis Sonntag ab 14 Uhr statt. Und dann lass es dir gut gehen. Bis denn, Dansen. Ciao, Kakao.